Hallo und willkommen zu einer Folge Minecraft Eternity und ich bin der Skelett Boys. Was haben wir letzte Folge Minecraft Eternity gemacht? Da waren wir drüben bei Vox und mussten dem helfen gegen diese Mutanten Magma Slimes, Ultra Slimes, verdorbene, Tainted, Super Lila, verdorbene, Schmelz, Schleims, keine Ahnung was das für Schleims waren, zu kämpfen. Ja, haben wir irgendwie easy besiegt mit unseren super tollen Waffen. Hier ist was geladen. Bist du geladen, Leute? Ja, mit diesen super tollen Waffen. Wir bräuchten hier echt mal irgendwie so ein kleiner so Pappaufsteller oder so, die man einfach so abschießen kann, Leute. So kleine Schussübung. Vielleicht kann ich das mal bauen, Leute. Und ja, die mussten wir ja besiegen, um halt Dingens Vox zu helfen, weil er sonst oder die sind halt entstanden, indem er eine Lösung gegen die Magma Monster finden wollte. Ja. Und Leute, ich habe meine Rüstung nach diesem Kampf ein bisschen repariert. Das Barkeschott habe ich nicht verzaubert, Leute. Was können wir jetzt mal machen, Leute? Zack. Hier, wir haben ja genug XP. So, vielleicht kriegen wir jetzt irgendwas Freshes drauf, dass wir voll dabei sind. Sollte und wir kriegen. Okay, Schutz 4. Klingt nice. Ich hätte mir, glaube ich, auch mal die anderen Sachen angucken sollen. Aber ich würde sagen, wir gehen da auch mal hoch und wechseln das Shirt aus. Jetzt Folge hatten wir das Sparkle-Shirt. Gucken wir, was wir heute anziehen. Wir können am besten mal das originale Knochensager V1 uns gönnen. Mit den Charakteren, mit ein paar Sparkle und Skaten Wars, wo noch nicht die meisten Charakter aus Sparkle drauf sind, Leute. Ach, das waren Zeiten. Ditte waren Zeiten. Ja, ein Knochensager V2 Shirt kommt auch noch. Okay, Haltbarkeit. V3 meine ich, mit den Charakteren aus Eternity kommt auch noch, Leute, und ein Eternity Shirt, aber erst später, wenn das Projekt richtig am Laufen ist, Leute, hier so der größte Charakter aus Skaten Wars und halt ein paar noch aus den Anfangszeiten von Sparkle. Ihr könnt euch die Serien auch mal reinziehen, wer es noch nicht getan hat. Nice waren die schon, Leute, waren halt wie jetzt Eternity nur cooler. Sparkle war auf jeden Fall cooler. Irgendwie war mein bei meinen ganzen Serien auf meinem Kanal Sparkle mein Favorite, oder? Ja. Mit Magicken zusammen sind meine Favorite Serien auf meinem Kanal. Ja. Leute, gönnt sie euch einfach. Ja, und ach ja, was ich getan habe, Leute. Ja, moin. Was ist hier hinter, Leute? Warum ist das lila? Okay, crazy. Aber, okay, Leute, wir lassen uns jetzt einfach mal so. Was ich jetzt getan habe, Leute, ich weiß nicht, ob ihr es kennt bei euren Kinos. Zum Beispiel immer da, wo ich war, waren halt hier diese Lichter an den Seiten gelb. Deswegen habe ich die jetzt auch mal gelb gemacht. Weil immer da, wo ich im Kino bin, sind diese Seitenlichtleuchten immer gelb. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist. Aber naja, Leute. Ich fand, dass das cool aus als dieses Weiß. Aber was ich diese Folge machen wollte. Leute, ich hoffe, das Spiel läuft jetzt wieder. Ich verstehe es nicht. Ich benutze mein Questbook. Workbook wie jede Folge. Und es crasht. Eternity ist so ein verbuggtes Mod. Pack, Alter, Leute, so verbuggt und so laggy. Aber naja, was ich machen wollte, wir haben ja nicht mehr unsere super schöne fancy Brille. Deswegen wollte ich neu craften. Hier haben wir eigentlich alles vorbereitet. Dafür morgen habe ich hier nochmal Lapis. Lapis gehört zu unseren Verzauberungsdingern. Ich finde immer noch kacke, dass man in einem Verzauberungstisch keinen Stack Lapis reinpacken kann. Aber so ist das. Und ich kann jetzt mit Speed fliegen, was mega geil ist. So, Leute,
Wir brauchen jetzt die wir brauchen wieder ein Taumometer. Hier haben wir zwei Stück. Dann müssen wir das so und so hin machen. Ich hoffe, ich habe das Rezept noch richtig im Kopf. Aber ich müsste es haben. Und ja, Leute, ich bin Profi. Ich bin Taumcraft Profi. Und hier können wir wieder die Goggles rein machen, Leute. Und dann sind wir wieder auf unserem guten alten Taumcraft Niveau. Ne, Leute? So lübt sich das. Da freut ihr euch auch together mit mir. Together. Auf extra falschem Englisch. Was sollte ich gerade sagen, Leute? Ich nehme diese Folge schon wieder auf um 10:30 nachts auf. Also 22:28 Uhr. Alter, Leute, ich bin schon wieder komplett tot. Ich wollte eigentlich vor ein paar Stunden aufnehmen. Hab's aber zeitlich nicht geschafft. Also muss ich wieder mitten in der Nacht aufnehmen. Also wenn das Video später kommt, ihr wisst Bescheid, warum. Ja, ich entschuldige mich schon mal dafür, Leute. Aber, naja, wir machen erstmal andere Dinge. Wir müssen in den Briefkasten gucken, ob wieder irgendwer Probleme hat. Oder es irgendwas Neues gibt. Neu. Ich habe mal wieder eine Realm Zone, man kennt sie nicht, Leute, bekommen oder eher Spirit geholfen, ihn zu bauen. Ich wusste gar nicht, dass er die bauen kann. Aber egal. Wir haben jetzt eine neue Dimension zum Erforschen. Du bist ja unser Forscher Nummer 1. Hättest du Bock? Komm einfach mal rüber. So, Leute. Erkunden der Dimension bin ich immer dabei, Leute. Für neue Dimensionen habe ich kein Problem, Leute. Warum porte ich mich zu Vox? Ich möchte ins Dorf. Und OBS, kannst du bitte aufhören, überlastet zu sein? Danke dafür, Leute. Ich hoffe, Alter, warum müsst ihr gerade Standbilder haben? OBS. Ein Spiel läuft flüssig. Ah, okay, Leute. Jetzt läuft ja für euch flüssig. Ehre. So, Leute, wir müssen jetzt aber rüber in die neue Dimension. Ich will wissen, was abgeht. Sind Monster überhaupt an? Ja. Nice. Gut, Leute. Weil wir möchten ja jedes neue Lebewesen kennenlernen und gegen es kämpfen, um EP zu bekommen und neue Morphs. Uns cooler zu morphen, Leute. Hier sind wir beim Professor im Labor. Und was ist heute schon wieder los? Leute, Eternity Crash, dann ist es wieder laggy. Die Aufnahme deckt. Alter, es geht heute schon wieder ab. Und ja, moin. Das sieht einfach so aus wie so ein Rubin, dieses Portal. Geht es jetzt in eine Rubin-Dimension oder was, Leute? Okay. Ich bin gespannt, was hier abgeht. Okay, wir kriegen schon wieder Schaden, Leute. Ja, moin. Wo sind wir hier gelandet? Warum ist hier jetzt alles wie bei den... Warum sind hier Magma-Monster? Warum ist hier alles so verdorben oder wie das heißt, Leute? Ich hab ja... Junge, was? Ich krieg schon wieder hier irgendein komisches Zeug, Leute. Ich morph mich einfach in dieses Ding. Meine Herzen sind schon wieder am Bagen. Ist dit denn nicht geil, Leute? Ist dit denn nicht geil, dass meine Herzen schon wieder am Bagen sind? Ne, Leute, das ist doch geil. Dit, so lübtet das. So lübt sich dit Dings. Und warum greifen mich diese Dinger nicht an, Leute? Wieso, Leute? Was geht hier überhaupt ab? Und wo kommt schon wieder dieser ganze... Okay, Leute, noch mehr können Aufnahmen nicht schief gehen. Jetzt wollte ich nochmal... gestört, musste irgendwie noch essen um kurz nach Mitternacht, genug, denkt sich mein Mom da. Ja, Leute, aber wo sind wir jetzt stehen geblieben? Okay, ich will mich jetzt nicht morphen, Leute. Ich möchte, Alter, dieses ewige Schaden bekommen triggert dezent, Leute. Und warum greifen mich diese Magma Monster nicht an? Ha ha ha. Nein,
Wie? Leute, Skelettboy. Wie ist dieser General Tay wieder zurückgekommen? Schön, dich wiederzusehen. Wie bist du? Wo sind wir? Leute, das ist der Typ, der auch Frailer entführt hat. Der hat sich doch das letzte Mal irgendwie so wegteleportiert. Alter, Leute, mein Gehirn ist schwer. Matsch. Hast du unsere geheime Dimension gefunden? Ja. Okay, Leute, das ist also eine geheime Dimension von denen? Oder was das genau? Was ist denn so lustig? Leute, was ist so lustig? Warum lacht der jetzt die ganze Zeit? Und hör auf, mich so komisch zu machen. Dass ich die ganze Zeit Schaden bekomme. Okay, das kann ich nicht töten. Was sind das für Dinger? Leute, Hilfe. 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 Nein, es beginnt wieder. Leute. Wie du siehst, machen wir endlich aus so einer schwachen Welt endlich unser Imperium. Wie? Leute, kommt wieder das Imperium aus Sparkle? Eternity wird auch bald so schön. Nein. Leute, das ist wie in Sparkle. Wir wollten ja auch so die Welt komisch machen. Nur da war es ausgesagt und jetzt machen die alles zum Verdorbenen, Leute. Alter, was hat sich da... Was denkt sich Evil Skate Boys immer nur das aus? Mittlerweile verstehe ich sein Konzept hinter allem. Ihr werdet scheitern. Ihr werdet uns nicht aufhalten. Und, Leute, wer schreibt hier und? Leute, und bald. Was bald? Leute, was ist bald? Siehst du deine Freundin wieder? Wie? Lassen sie jetzt Frailer frei? Oder ist sie jetzt so ein Magma-Monster? Hörst du ihn? Wen? Ich glaube, wen schreibt man so, Leute? Ich hoffe, Skatboy. Den Meister. Evil? Warte. Evil Skelett Boys. Du kannst es nicht aufhalten. Er wird kommen. Leute, meinen jetzt eine neue Gottheit, Evil Skelett Boys? Oder was? Leute. Die machen mir langsam Angst. Die wollen irgendwas hier verderben machen. Tai, verschwinde, es wird der Kampf beginnen. Was, Leute? Okay, Meister. Welcher Kampf? Leute? Hä? Wer soll überhaupt kommen? Monster vernichtet ihn. Kämpft ihr jetzt irgendwie? Oder was? Leute? Kämpfen die jetzt? Oder kämpft ihr? Okay, anscheinend nicht. Leute, ich töte die jetzt. Okay. Anscheinend kämpfen die doch. Ja, Leute. Aber wir sind ja Profis. Und machen die eigentlich. Leute. Wir machen die schon irgendwie. Okay, Leute. Essen. Okay, jetzt halten diese U-Magma-Monster wieder ihr ganzes Leben aus. Leute. Aber was ist das hier für eine versteckte Dimension? Machen die hier Tests mit der Welt? Weil das ist hier ja nicht alles so komplett verdorben. Oder was ist dieses Grau, bitte? Okay, Leute. Anscheinend kriege ich die jetzt nicht ganz so leicht tot. Wir brauchen echt irgendwas, um das endlich aufzuhalten, Leute. Ich glaube, das sind hier diese Ausgeber von diesen bösen Leute. Die töte ich jetzt einfach. Diese Magma-Monster, die können eh nichts. Von daher, Leute, das sind, glaube ich, die wichtigeren Dinge. So können wir vielleicht den Planeten nochmal oder diese Dimension retten, Leute. Was sind das eigentlich für Dinger? Aber wir kriegen Wisskristalle. Die können wir gut zum Zaubern benutzen, Leute.
Können wir ein bisschen hier zaubern, ein bisschen da zaubern. Leute, ist doch nice. Aber wir müssen echt irgendeinen Weg finden, um diese Dinger, weil die Magma muss ja eher gesagt, aufzuhalten, Leute. Weil ich möchte endlich wieder Frieden haben. Leute, wir brauchen, glaube ich, auf jeden Fall die anderen Kristalle, weil dann kann man, glaube ich, irgendwie kombinieren, hoffe ich, um dann hier endlich ein Heilmittel zu finden. Oder wir müssen den einfach versuchen, deren Kristall wegzunehmen. Warum werde ich jetzt von diesem komischen Wesen... Hilfe, Hilfe, Leute. Hilfe. Okay, Leute, ich zerstöre noch dieses Ding einmal. Junge, die sind auch so berstig, Leute. Hier plötzlich aus dem Boden kommt Tentakel. Stellt euch mal vor, ihr steht irgendwo, es kommt plötzlich Tentakel aus dem Boden, Alter. Leute, wie berstig ist das denn? Okay, Leute, ich glaube, wenn wir den besiegt haben, haben wir es dann auch. Der Planet ist halbwegs... Warum sage ich immer Planet? Bin ich hier noch in Sparkle? Die Dimension meine ich halbwegs gerettet, Leute. Hier baut sich auch ab und wird wieder zum normalen Gras. Okay, Leute, ich glaube, damit ist erstmal alles getan, was man machen kann. Ich hoffe, es sollte, wir bauen auf jeden Fall eine Lösung dafür, für dieses Problem. Ich hoffe, Vox kriegt endlich was hin und ich hoffe, mein Spiel crasht jetzt wieder nicht. Okay, diesmal crasht es nicht, Leute. Ich hoffe, wir kriegen endlich mal bald eine Lösung, um endlich die Magma-Monster aufzuhalten, oder wir kriegen die nächsten Kristalle, Leute. Aber naja, ich weiß ja auch nicht, wie lang die Folge ist. Ich würde sagen, zum Abschluss cruisen wir noch mal ein bisschen mit dem Traktor. Für die Landwirte unter euch, Leute, fahren wir jetzt einfach just for fun mit dem Traktor hier, sogar in F1 hier, damit ihr schön genießt. Tragedy Traktor. Oh, Leute, ist das nicht schön? Das macht so einen Spaß. Ist auch entspannt, wieder runterzukommen nach dieser ganzen Action mit General Taint. Und Leute, ich wette mit euch, wir werden General Taint noch wiedersehen. Der wird uns noch größere Probleme machen. Und, Alter, ich will nicht wissen, was die jetzt mit Trailer gemacht haben. Ich meinte ja, wir werden Trailer wiedersehen. Ich kriege ein bisschen Angst um Trailer. Sollte erstmal richtig drehen. So. Zack. Hier. Richtig rein da. Zack. Drehen. Leute. Ich bin schon Profi, ne? Ich bin ein Profi. So, Leute. Ich würde einfach sagen, weil ich nicht weiß, wie lang die Folge mittlerweile ist, dass mehr ist mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Abonnieren. Und so. Und sag ich nicht, ciao. Leute.